Servusle, meine Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder hier seid. Unsere Daily Dosis Arc in der neuen Woche mit dem Voucher, mit dem Alderle auf Ragnarok. Ich freue mich tierisch, dass wir wieder zusammenkommen heute. Wer letzte Woche dabei war, weiß, die Woche steckt voller Tatendrang. Natürlich bin ich jetzt erschrocken. Alderle, ich bin gerade eingeloggt, wie ihr seht, da hängt unser Sammy in der Luft rum. Sammy, alles klar, Digga, komm zu uns. Wir gucken natürlich als erstes nach unserem Baby. Es wird gleich dunkel. Morgen früh, also in-game morgen früh, sagen wir mal so in 10 Minuten, wenn wir die Namensvergabe machen. Ich habe es ausgewertet, die Allosaurier-Namen stehen fest, alle 4 Stück. Schauen wir uns gleich an. Ich werde jetzt nichts dazu sagen, weil wir sowieso rausgehen. Hier seht ihr noch 31 Minuten. Ich war ungefähr eine Viertelstunde vor der Haustüre. Holzfarm, Stein, ein bisschen Eisen nachgelegt, damit der Kombi-Timer innerhalb dieser Folge liegt, denn wir werden uns heute erstmalig um unser Baby kümmern. Mal gespannt, was es haben will. Aktuell liegen wir bei 31,9%. Das bedeutet, lass mich es mal kurz überschlagen. Also einmal kümmern müssen wir uns auf jeden Fall. Und das habe ich so gelegt, dass wir morgen praktisch mit der Folge morgen den Timer neu gestartet haben. Das heißt, wir steigen dann frisch ein und können morgen schon was Großes unternehmen. Je nachdem, wie viel Zeit es ist. Während der Farmerei und aber auch die Vorbereitung letzte Woche haben wir wieder ein Pünktchen bekommen. Ich würde sagen, meine Lieben, ich würde sagen, wir gehen nochmal auf Gewicht. So bis 350, 380 auf jeden Fall schon mal auf Gewicht. Level 65, noch 2 Level. Und jetzt kommt auch schon die Planänderung für diese Woche. Ich habe ja gesagt, die Floßfahrt und die Allosaurier-Geschichte möchte ich machen als kleine Ausflugsziele mit den Tieren, die ich genannt habe. Nutztiere war das Ziel. Wir werden es einfach umdrehen. Da der Kombi noch ranreift, werden wir als erstes die Allosaurier wahrscheinlich machen. Sind keine 2 Level mehr. Also ein Level und das andere ist bereits angefangen. Mal gucken, wie weit. Wir können ja gucken. Genau, also noch einmal komplett durch und dieses Stück. Dann können wir Allosaurier-Rudel loslegen. Dann machen wir als erstes den Duedi oder Dödi, wie man nennt, ne? Dann holen wir erst den, dann ist der Kombi ausgewachsen und gegen Ende der Woche oder Mitte Ende der Woche gehen wir dann die Floßfahrt machen. Die steht jetzt schon fest, die hat sich eingebrannt in meinen Kopf. Floßfahrt kommt auf jeden Fall. Ich habe jetzt mal alles, was wir mitnehmen, zur Vorbereitung ins Einhorn gelegt, damit das Pferd frei ist, weil wir werden nämlich nachher rausgehen. Oviraptor, ja doch, Oviraptor steht auch noch hier. Ich habe mittlerweile, ich kann es ja mal zeigen hier, meine Zettelwirtschaft. Ich habe mir ein bisschen was aufgeschrieben. Neue Ära beim Voucher, er schreibt sich was auf, weil hier ist es mittlerweile so, ich vergesse die Hälfte, ne? So, meine Lieben. Jetzt nutzen wir die Nacht und ich würde sagen, ich habe nämlich auch vor, die Allosaurier-Sattel vorzubereiten. Ich habe mal es aus der Wiki rausgeschrieben. Das sollten wir allerdings, ich brauche hier eine kleine Kiste. Ich brauche hier eine kleine Kiste. Da opfern wir jetzt nochmal die Einhornkiste und eine Rampe. Siehst du, ich wollte eigentlich hier anfangen. Wir schauen mal eben. Ich brauche nur eine Rampe, weil ich mit dem Pferd hier reinreite, abladen. Haben wir noch eine Steinrampe? Jessle und Kadessle. Machen wir gleich mal 2 Stück. Ah, herrlich. Ich habe mich richtig gefreut, heute wieder mit euch hier zusammenzukommen. Eine ganze Woche neuer Content. Endlich wieder zocken. Verstehst du? Weil ich zocke ja nur, wenn ihr dabei seid. So. Bup. Also, jetzt ist zwar hier das Loch drin, aber ist ja okay. Jetzt probieren wir mal gleich was aus. Hier habe ich auf jeden Fall eine Rampe. Da komme ich mit dem Pferd hoch. Leider kann er hier nur trinken, aber nicht Wasser sammeln. Aber ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Es gibt weitaus Schlimmeres. Wichtig ist, dass ich da mit dem Pferd hochkomme. So, dann reite ich hier mal rein, abladen. Jetzt pass auf, Leute, eine Kiste. Ich bin ein bisschen durcheinander noch. Was ich auch noch gerne erledigen würde, bevor wir loslegen, wir schauen mal nach einem Dilophosaurier-Männle, ne? Wir haben hier, ne, ein Weibchen. Irgendein Weibchen, dass er nicht alleine ist und dass wir auf der Liste diesen Timer, beziehungsweise auf der Liste gezähmter Dinosaurier das Pärchen hier eintragen können. Das würde ich sagen. Was hat denn der für Augen? Ja, du bist ein Guter. Du bist ein Guter, du bekommst dein Weible, glaub mal's. Kiste. Kiste, eh ne Miste, die müsste hier drin sein. Einfach mal eine kleine Kiste, damit ich da oben an der Werkbank die Sachen reinschmeißen kann, die ich jetzt in die Vorbereitung gebe, weißt du? Dann weiß ich auch, was uns noch fehlt, wenn wir jetzt gleich rausgehen. Die würde ich einfach mal spontan hier hinsetzen, zwischen die Werkbänke. So, das ist jetzt mehr oder weniger die Durchgangskiste. Was muss denn hier rein, wenn wir Allosaurier-Sattel bauen? 1280 Leder. Ich will jedem einen Sattel bauen, ne? 1280 Leder. Schauen wir mal, ob wir die haben. Haben wir. Alter, haben wir einen Haufen Leder. Sehr schön. 1280 Leder. Jetzt pass auf. Dann machen wir das nämlich ordentlich. Dann komme ich auch nicht ständig durcheinander. Wir brauchen hier noch 280 weitere Leder. Lalali, lalalümle. So ist es auch mal schön, ein bisschen vorbereiteter zu sein. 280 Leder müssen hier rein. Die pulle ich jetzt hier rüber. Dann brauchen wir 680 Fasern. Und die werden wir wahrscheinlich farmen müssen. Bestimmt müssen wir die farmen. Nee, haben wir auch noch. Sehr schön, also 680 Fasern hier reingepult. Dann haben wir die Geschichte und dann noch 120 Metallbarren. Und dann haben wir alle Materialien für 4 Allosaurier-Sattel. Das ist schon mal sehr gut, dann brauchen wir für die nämlich schon mal nicht los. LMNOP, im Alphabet kommt das M vor dem O. Schalala und Schalalo. Wie viel? 120 Stück. Greifen wir uns hier raus, 120 Metall. So, diese Materialien brauchen wir für die Allosattel. Dann kann ich da schon mal einen Haken dran machen.
Bäm. Verstehst du? Jetzt pass auf, jetzt geht's weiter. Wir gehen in die Engramme. Jetzt machen wir mal die Sattelgeschichten fertig. Der Carbonemis-Sattel, davon brauchen wir dann zwei Stück. Nehme ich gleich mit auf die Floßfahrt. Ich gehe davon aus, wir erreichen diese Inselgruppe bzw. dieses Randgebiet, wo wir den diesen Ankylosaurier holen. Deswegen bauen wir die Carbonemis-Sattel. Die will ich nämlich auch mitnehmen. Ich sag's gleich nochmal dazu, sorry, ich bin gerade ein bisschen verwirrend, ich weiß es. Ankylosaurier-Sattel, den hauen wir uns auch frei. Die zwei Sättel will ich noch bauen. Der gehört in der Werkbank gebaut und der Carbonemis wahrscheinlich auch. Wobei das einer der ersten, glaube ich, war, die frei geworden sind. Der nicht. Also, pass auf. Dann gehen wir jetzt erstmal hier rein in die Herstellung, hier in die Carbonemis-Geschichte. Ist er das? Jetzt pass auf, haben wir die Materialien für zwei Stück? Die haben wir. Jetzt muss ich aber ganz kurz hier reingucken, ob der mir die aus der Kiste rausgezogen hat. Das wäre nämlich arg doof. 490 Fasern. Er hat sie hier rausgezogen, Leute. Er hat sie hier rausgezogen. Das ist bescheuert. Gott, ist das bescheuert. So wollte ich es nicht. Also das Ziehen ist bedingt gut. Wenn man Ordnung halten will über die Schränke, ist es natürlich nicht ganz so praktisch. 161 Fell. Müssen wir uns merken. Fell werden wir nämlich auch noch brauchen. Jetzt pass auf, ich hau die wieder hierher zurück. Die zwei Sättel sind gebaut. Dann schauen wir jetzt den Ankylosaurier-Sattel noch an und dann tue ich die Mats nochmal frisch einräumen. So machen wir das. Hier müsste normalerweise die Sattelgeschichte sein oder war die hier drin? Hier, ne? Sattel die Mattel. Yesle! Diplodocus haben wir schon gebaut. Ein Ankylosaurier-Sattel, flapp geholt, zwupp gesohlt. Das passt schon mal. Sehr schön. Dann haben wir das nämlich. Ich muss kurz gucken, hier liegt auch nochmal Leder drin. Das sollte hier nicht sein. Da kann natürlich sein, dass ich jetzt einen Scheiß gebaut habe. Ankylosaurier-Sattel. Also, dann pass auf. Nochmal zurück zu unserer To-Do-Kiste. Da kommen jetzt die Sättel nicht rein. Die kommen rein ins Einhorn, weil die nehmen wir mit. Jetzt muss ich hier nochmal schauen. 1280 Leder passt noch. 680 Fasern müssen hier drin sein. Die sind wieder raus. Oh, jetzt wird's knapp. Jetzt müssen wir fast wieder Fasern holen. Geile Geschichte. Ach, ich farm gerne. Pull. 620 Leder. Hier liegen die vier Allosaurier-Sattel drin. Dann haben wir das schon mal erledigt. Weiter geht's. Wie viel Uhr haben wir denn? 6:06 Uhr, der Tag bricht an. Wir gehen jetzt auch gleich Hammelfleisch holen. Möchten ein bisschen raus heute, müssen wir sowieso auch noch ein paar Karotten holen und so Geschichten. So, 24 Minuten haben wir noch Zeit, das ist sehr gut. Und es hat noch genug Fleisch. Es wächst und brutzelt vor sich hin, unser Babe. Übrigens, ihr habt mir auch geschrieben, dass ihr doch tatsächlich die nachgezüchteten Tiere in die Zucht mit integriert, wegen Mutationen von Farben und Stats. Werde ich auch machen. Dieses Prototyp-Weibchen werde ich hier mit anhitschen einfach, ja. Ich werde da mal meine ethischen Bedenken über Bord schmeißen. Ist ein Spiel, habt ihr schon recht. Und wenn da tatsächlich Mutationen rauskommen, die in irgendeiner Form schön oder einen Vorteil haben, dann machen wir das natürlich hier auch so. Also, Voucherlet, kommt nicht weiter durcheinander. Ihr seht schon, ich stecke voller Tatendrang. Ich habe echt tierisch Bock auf alles. Hey. Kackt's mich hier fast an, verstehst du? Ich weiß, du bist noch alleine. Ich weiß nicht, ob wir noch mal eins finden werden. Jetzt pass auf. Sattel die Mattel, habe ich gesagt, müssen hier rein. Dann haben wir die Geschichte mit den Sätteln erledigt. Jetzt pass auf. Ich möchte gerne noch ein zweites Floß. Ja, also man weiß ja nicht, was alles passiert auf so einer Reise. Das heißt, ein zweites Floß. Ein zweites Setup sozusagen, ne? Wenn jetzt das Floß kaputt geht, wie weit ist denn dann die Wahrscheinlichkeit, dass wir das überleben werden? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall brauchen wir ein zweites Floß. Und ich brauche diese kleinen Kisten, zwei Stück. So, dann pulle ich mir das jetzt auch nochmal hier rein. Bau die zwei Kisten. Siehst du, und dann rutschen wir auch im Level. Apropos Level rutschen. Lass uns mal eben reingucken, ob hier alles läuft. Ich muss nämlich noch Material herstellen. Lalali. Zement. Ja, würde ich fast sagen, Leute. Um tatsächlich noch ein bisschen Zement herzustellen. Können wir mal 100 da durchlaufen lassen. Sind wir uns einig, glaube ich, ne? Das läuft, gibt auch XP, brauchen wir sowieso. Was haben wir hier drin gehabt? Narkose? Nee, hier müssen wir Schwarzpulver herstellen. Oh, Holzkohle 800 Stück, da können wir das durchlaufen lassen. Parenga, weil wir brauchen auch noch Dartpfeile. Und ich will die Pumpgun wahrscheinlich noch bauen, dass wir ein bisschen Nahkampfmunition verschießen können, falls mal was wäre. 217 Stück. Hier ist jetzt nichts mehr los. Wir haben auch keine Narkobären mehr, aber 217 ist schon mal ein Anfang. Das passt. Was war denn jetzt noch? Zweimal Floß, zweimal Kisten. Also Einhorn hat momentan alles drin, was wir brauchen für die Floßreise, ne? Dass da schon mal ein bisschen eine Übersicht herrscht. Falls dann auch ich ein bisschen durcheinander komme, könnt ihr mir nämlich unterstützend helfen. Zehmkäfig machen wir keinen großen Aufriss. Wir setzen Säulen, die kleinen Tore, Schildkröten rein, Ankylosaurier rein, Zehm, Bub aufs Floß.
So habe ich es mir vorgestellt. Ob es so wird, werden wir sehen. Aber es kann ruhig auch ein bisschen mal was daneben gehen. Da habe ich kein Problem. Dann bauen wir uns da einfach auf. Jetzt haben wir die Geschichte. Für den Alterle habe ich mir überlegt, wir haben nämlich bestimmt schon die Feldflasche frei, Leute. Dass wir auch mal hier so ein ganz kleines bisschen die Sachen rausbauen. Feld? Ne, nicht Fetflasche. Eine Fetflasche wird es nicht sein. Die Feldflasche, die habe ich nämlich auch bei Aberration benutzt und ich finde, die Feldflasche ist sehr praktisch. Fabrikator haben wir. Au, fällt mir gerade ein. Herzlichen Dank an der Stelle für die Hinweise, den Fabrikator auf Strom umzustellen. Das werden wir noch die Tage machen. Dann werde ich hier die Stromlinie ver... Können wir ja mal gucken kurz, ob vielleicht die Steckdose reicht. Aufheben, ausschalten, abreißen, umbenennen, PIN-Code, entsperren, Inventar öffnen. Wie kann ich denn den... Wie mache ich denn das, Leute? Betriebsbereit. Kann das sein, dass der einschalten, ausschalten? Ist der vielleicht schon automatisch eingeschalten? Jetzt mache ich mal das Benzin raus, dann wissen wir es. Der läuft schon automatisch auf der Steckdose, ne? Guck mal. Ich habe nämlich gar kein Benzin mehr jetzt drin. Wo muss man jetzt das Zeug erledigen? Sonstiges war es, glaube ich. Zweimal die Feldflasche. Ich habe immer gerne eine Ersatzflasche. Ah, da fehlt jetzt schon mal was. Polymer, Zement und Leder. Zement haben wir, glaube ich, aber gehabt. 8 Stück. 8 Zement müssten da sein. Die hole ich uns schon mal rüber. Die sind nämlich in dem Smithy-Dings drin. Das haben wir schon mal. Was fehlt denn noch? Polymer wird es sein wahrscheinlich, weil 4 Leder haben wir mit Sicherheit. Er zieht dann praktisch gar nichts, wenn irgendwas fehlt, ne? Aber 4 Leder haben wir auf jeden Fall. Ich ziehe schon mal 8 rein. Was drin ist, ist drin. Polymer. Also da müssen wir Polymer gucken. Können wir das herstellen? Was braucht man dafür? Fehlt uns was? Verbundsmaterial, Polymer. Obsidian, Leute. Au, bau, 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 bau. Ich weiß nicht, ob wir Obsidian haben. Wir hatten mal auf jeden Fall, aber wir haben auch schon viel damit... Oh, wir haben. Wir haben, Leute. Dann würde ich sagen, hauen wir mal die 4 Stück durch. Die reichen aber... Die reichen ja hinten und vorne nicht. Boah, wir brauchen 10 Polymer. Das heißt, wir müssen Obsidian ranholen, ne? Sehe ich es richtig? Nee, Obsidian hat er noch. Was fehlt denn dann? Habe ich wieder nicht aufgepasst. Verbundsmaterialien. Zement. Zement, also wir brauchen 20 Stück, 16 Stück brauchen wir noch. Ich würde sagen, Schwaden und die Magen. Parenga! Die laufen durch, passt. Ich guck mal nach dem Baby. Ab und zu müssen wir mal einen Blick reinriskieren. Die Zeit rennt uns natürlich schon wieder davon. Namensvergabe kommt jetzt. Ich will euch nicht noch länger auf die Folter spannen. Entschuldigung übrigens. So, noch 20 Minuten haben wir hier locker Zeit. 40% erreicht es gerade. Futter hat es noch drin. So, kurze Pause würde ich sagen vom Arbeiten. Wir gehen raus, machen die Namensvergabe. Schalali und Schalalum. Und dann will ich auf jeden Fall heute noch Hammelfleisch holen, Karotten holen. Das brauchen wir nämlich auch noch fürs Zähmen dann der Tiere. Allosaurier-Materialien haben wir vorbereitet. Da stehen wir schon mal ganz gut. Sattel haben wir vorbereitet. Ich gucke gerade auf meiner Liste hier so ein bisschen. Floß ist da, Zähmzeug ist da, Pumpgun, Flinte. Ersatzflinte wollte ich noch bauen, genau. Und Lagerschränke. Möchte ich oben aufbauen am Bett. Die ersten Lagerschränke. Müssen wir mal gucken, dass wir da die Rüstung einlagern, was wir nicht brauchen dringend oder nur ab und zu. Jetzt pass auf, Leute. Hier habe ich nämlich drüben die Datei auf. 4 Namen waren es und 4 Tiere sind es, die benannt werden. Wir beginnen mit dem Rudelführer mit dem Level 211. Das höchste Tier bekommt den höchst geboteten Namen. Und da habt ihr euch entschieden für... Jane Dark. Jane Dark habt ihr euch da entschieden. Also haben wir praktisch dieses Tier hier mit dem Namen... Jane Dark. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich es richtig schreibe. Jotte. Ein Jotte. Jotte wie Karotte. Che-Anne war es geschrieben. Und dann ein kleines D. Dann dieser hier. Und Ark groß geschrieben, ne? Jane Dark. Annehmen. Bam, Leute. Herzlichen Dank fürs Mitmachen nochmal an der Stelle. Jane Dark hat jetzt ihren Namen, die Rudelführerin, das höchste Tier. Das zweithöchste Tier und auch der Name mit dem zweithöchsten Voting war Schnappi. Schnappi, also heißt diese Lady hier Schnappi. Ist ziemlich bunt gemischt, Leute. Also ich dachte erst, ihr nehmt alle irgendwie so die normalen Namen wahrscheinlich, dass es zusammenpasst. Aber ihr habt es bunt gemischt, gefällt mir gut, ne? Hier, Nummer 2. S-C-H-N-A-Pipi. Schnappi. Nummer 2 unseres Rudels Schnappi. Jane Dark, Schnappi am Start. Jetzt haben wir noch den 82er und den kleinen, ne? Der 22er. Machen wir erst den 82er, den etwas weißlichen. Der dritte Name, der gewotet wurde. Es ist so toll, das zu machen. Aloe Vera, Leute. Aloe Vera hat tatsächlich hier den Zuschlag bekommen. Verhalten? Nein, nein, nicht Verhalten. Sondern Options, Name ändern. Und, wie schreibt man es? A, auf jeden Fall groß. L-L-O. Hallo, bin ich nur, seid ihr noch da? Ich bin gerade auf der Taste gekommen. Ich muss es mal umlegen, die Tage. Die Fackel ist kaputt gegangen. Ich bin tierisch erschrocken. Ich dachte, der schnappt zu. Nochmal zurück zum Thema Aloe und die
Vera, drittes Tier, herzlich willkommen. Schön, dass du bei uns bist und schön, dass du einen Namen hast. Und der letzte Name, und das gefällt mir persönlich sehr gut, der Kleine hier, unser kleines Weible, heißt Traudel. Habt ihr euch für Traudel entschieden? Super, super Geschichte, Leute. Name ändern, Traudel. Traudel, ja super, dass du dabei bist, Traudel. Willkommen im Club. So Leute, unser Allosaurier-Rudel, bestehend aus aktuell 4 Weibchen, Männchen fehlt noch, auch für die Liste, ist benannt Jane Dark, Schnappi, Aloe Vera und Traudel. Danke nochmal fürs Mitmachen, ich freue mich schon aufs nächste Voting. Genau. Alterle, ist mal was? Ist das ein Lärm hier bei denen? Ach du je. So, jetzt gehen wir wieder zurück, Leute. Bevor wir aufbrechen, will ich zumindest die Feldflaschen fertig haben. Wie sie drauf warten, dass sie loskommen. Wir werden mit denen dann tatsächlich den Dödi halt farmen, beziehungsweise zähmen und am Strand Fleisch sammeln. Ne? Dass wir hier richtig schön voll mit Fleisch sind in der Kiste. Wir müssen auch noch das obligatorische Netzwerk hier abbauen. Das müssen wir auch noch machen, Leute. Die Tiere ein bisschen näher an den Kollektor ziehen. Auch das müssen wir machen. Oviraptor fehlt noch und die Lophosaurier. Zweites Tier. Was waren da eigentlich? Guck da jedes Mal drauf. Da haben wir echt tatsächlich ein Männle und kein Weible, ne? Also, für dich noch ein Weibchen geholt. Alle Tiere ein bisschen näher rangezogen. Jetzt hole ich mal die Feldflaschen. Sehr schön. Und die Zeit verrinnt, Leute. Oh Gott, verrinnt die Zeit. Herrlich. Ich glaube, wir werden eine ziemlich lange Staffel hier hinbekommen. So wie ich die ganze Geschichte jetzt einschätze. Jetzt pass auf. Sonstiges Feldflaschen. Jetzt machen wir nochmal den Check, ob noch was fehlt. Zwei Feldflaschen in der Mache, dann können wir die Gläser hier auslagern, Wunderbärle. Ich schaue nach unserem Timer. Machen wir natürlich nicht mit jedem Tier so. Das ist jetzt einmalig, dass ich es einmal komplett durchgemacht habe. 15 Minuten haben wir noch Zeit, Wunderbärle. Ihr zwei seid auch noch frisch, das gefällt mir sehr gut. Dann verschieben wir die Schrankgeschichte erstmal, weil das wird uns zeitlich heute nämlich nicht reichen. Jetzt pass auf. Feldflasche, Feldflasche, dann räumen wir die hier unten ein. Das sind wir hier schon mal bestmöglich, Entschuldigung, kurz aufgestoßen. Entschuldigung, siehst du, wir haben noch gar nicht so eine Gruschelkiste. Wir haben noch gar nicht so eine Gruschelkiste. Ich muss tatsächlich Schränke bauen. Haben wir die schon freigeklickt eigentlich? Jetzt gehen wir mal kurz gucken, Leute. Ich könnte schon wieder eine komplette Höhlenrunde machen. Ist der Wahnsinn, man kommt hier ja gar nicht raus, ne? Schrank, pass mal auf, der müsste jetzt hier irgendwo angezeigt werden. Die 16, den haben wir auch schon freigeklickt. Was ich nicht weiß, ob wir den Schrank auch schon S-Plus-mäßig freigeklickt haben. Schauen wir uns an. Nee. Large Storage Box, siehst du? Und von dieser Large Storage Box würde ich sagen, bauen wir uns mal 5 Stück. Dann können wir oben schon mal ein paar aufstellen. Pass mal auf, pass mal auf, brasilianisch. Schön, dass ihr dabei seid, Leute, und so lange schon durchhaltet mit mir. Ist echt der Wahnsinn. Holz, Stroh und Fasern, ja, genau das ist doch das, was wir gebaut haben. Jetzt habe ich wahrscheinlich das Problem, wenn ich das jetzt mache, 100... 200 und 140. 100 Fasern, 200 und 140. Pass mal auf. 100 Fasern, 200... Dass es wieder aus dem Schrank rauszieht. Wir haben nicht mal mehr genug Fasern. Also Schränke verschiebt sich doch. Wir brauchen erst Fasern. Sonst muss ich aus der Box wieder rausräumen. Da habe ich jetzt eigentlich keine Lust drauf gehabt. Pass mal auf, vielleicht kriegen wir das noch irgendwie kurz hin. Oh, Entschuldigung. Alter, das tut mir tierisch leid. Ey, Lagerfeuer braucht man ja dann auch, ne? Und Fleisch musst du dir machen. Du hast fast nichts mehr zum Futtern, mein Lieber. Fleisch kurz ins Lagerfeuer reinräumen. Ich glaube, wir brechen jetzt an der Stelle ab und bereiten den Rest morgen. Boah, wir haben fast kein Fleisch mehr. Wir gehen jetzt Hammelfleisch holen. Da droppt doch normalerweise auch normales Fleisch mit, oder? Ich muss im Alterle hier was auf den Grill legen. Sonst hat er bald nichts mehr. So, wie viel Uhr haben wir? Ja, ist eine gute Uhrzeit. Ich würde sagen, wir gehen mit dem Pferd geschwind los. Ich muss aber Sammy hier lassen. Sammy ist ja mehr oder weniger unser Haus- und Hofhund. Der soll also hier vor Ort bleiben. Du passt auf die Kleine. Entschuldigung, Sammy. Bisschen näher ran. Alter, wie kann ich auf sowas immer so viel Acht geben? Nein, Sammy. Sammy. So, ich will ihn hier hinhaben. Ist okay, Sammy. Passt du schön auf die Meute auf, ne? Ich skill dich auch die Tage mal. Jetzt muss ich kurz gucken, Leute. Die Sättel haben wir gebaut. Wie viel Level fehlen uns noch? Ein komplettes und noch ein Stück. Ja, das schaffen wir. Dann machen wir erst die Alu-Runde, wahrscheinlich Mittwoch. Und am Donnerstag, Freitag werden wir dann mit dem Floß losgehen. Da wird es dann soweit sein. Jetzt pass auf, komm raus aus der Hütte, Leute. Wir eiern hier rum. Ich fülle geschwind die Feldflaschen auf. So, jetzt höre ich es plätschern. Feldflasche 1 ist aufgefüllt. Feldflasche Nummer 2, da machen wir das Glas auch nochmal voll, nehmen wir es halt mit. Ist ja jetzt erstmal wurscht. Der Bub isst nochmal einen Brocken und dann können wir raus. Jetzt bin ich gespannt, ob ich die Schafe zu Fuß auch nochmal wieder finde. So, grüß Gott und guten Morgen Pferd, schön, dass du dabei bist. Wir brauchen jetzt... Ei, da bräuchte ich aber fast zum Abbauen die Axt, müssen wir auch noch reparieren. Wahnsinn, auf was man alles achten muss, herrlich. So, schwuppdiwupp, hätte ich mit dem Pferd reinreiten können, aber extra die Rampen gesetzt, ne?
Okay, durchatmen, Voucher, Entspannung. Die Axt. Die Mr. Axt. So, jetzt zeig mal, wo sind die jetzt hingeflogen? Ich finde sie halt gerade nicht. Ich sehe sie nicht, Leute. Rausgeräumt habe ich sie. Die muss also hier drin sein. Mach jetzt nicht lang rum, verstehst du? Hier sehe ich sie. Da ist sie. Ah, weil sie rot war, habe ich nicht drauf geachtet. Ein Holz, 5 Leder und 4 Metall. Ein Holz, 5 Leder und 4 Metall. Alles klar. Pass auf. Ein Holz. 5 Leder und 4 Metall. 4 Metall. Leder ist hier drin. Ist hier Leder drin? Alter, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein, wie durcheinander mich das jetzt hier gerade macht. So, pass mal auf. Hau mal das Holz hier rüber. Dann ist zumindest schon mal eins hier drin. 5 Leder. Ich weiß halt nicht, wo der die herzieht, weißt du? Also, wenn ich was vorbereite, will ich eigentlich nicht, dass die Sachen rausgezogen werden. Storage Box. Machen wir 5. Ne, Storage Box ist das Leder, das wir brauchen. Ey, dann haben wir fast kein Leder mehr. Dann haben wir ja kein Leder mehr. Dann müssen wir auch noch Leder farmen, aber das wird ja durch die Schafe wahrscheinlich jetzt erledigt. Okay, das passt. 5 Leder. Und ich glaube, Metallbarren brauchen wir noch, ne? Ja, Metallbarren ist das wenigste Problem. Nehmen wir uns mal von hier 10 Stück mit. Flapp. Reparieren die gute Axt. So. Also, da muss ich was einfallen lassen. Wenn ich Mats weglege zur Vorbereitung, haben wir nämlich das Problem, dass der das nicht so macht, wie ich es will. Jetzt haben wir aber alles und wir haben auch noch ein paar Minuten Zeit. Wir gucken auf den Timer. Der gibt vor, wie lange wir jetzt nach Schafen suchen. 10 Minuten. 10 Minuten, da würde ich sagen, bei 31, nee, bei 30 auf dieser Uhr hier unten müssen wir los. Wirkt jetzt gestresster, wie es ist, Leute. Wo ist denn das Pferd? Wo habe ich denn das Pferd jetzt wieder? Ah, da vorne steht's. Da vorne steht's. Und Eier, Bronto-Eier. Wenn wir noch ein paar Bronto-Eier finden würden, wäre es eine coole Geschichte, Leute. Weil der 45er Dilofo, den wir mal gesehen haben, Oviraptor, der braucht 5 Bronto-Eier zum Zähmen, steht in der Dododex. Ich glaube, hier müssen wir lang, gell? Hier müssen wir lang. Wir haben das letzte Mal die Stelle gefunden, als wir geflogen sind. Und die Chris hat erzählt, dass sie hier in der Nähe einen Titanosaurus gesehen hat. Vielleicht kommt ja bei uns auch einer. Wir müssen nach oben. Schau mal, ob du das schaffst, mein kleines Bergziegenpferdchen. Und denk dran, hier spawnen auch große Tiere, die nicht ungefährlich sind. So, irgendwo da hinten auf der Weide waren doch die, ne? Gott, hier ist es irgendwie trostlos, voll einsam. War das hier unten, Leute? Ich glaube, das war hier unten. Wir gehen mal gucken. Waren nicht hier die Schafe? Da vorne flitzt auf jeden Fall ein Tier rum, das wir noch brauchen. Dann haben wir hier einen kleinen Diplo. Da unten sehe ich ein Schaf. Und ein Bronto. Vielleicht eine Bronto-Mama, die ein Ei loswerden will? Erzähl's uns, Bronto-Mama. Sprich mit uns. Oder hast du die ganzen Schafe totgetrampelt? Das wäre übel. Hier ist alles voll mit Schafen, ne? Habt ihr ja auch gesagt, die spawnen nach. Für die Liste werden wir uns trotz allem irgendwann ein Pärchen ranzähmen. Wir gucken jetzt mal, dass wir ein kleines nehmen. 60er? 20er, das ist doch unser... Oh, das hat ja eine andere Farbe. Guck mal. Guck mal, Leute. Ist das ein rötlicher Stich? Sehr süß. Guck hier dich um, Alterle. Das holen wir uns jetzt hier. Piken habe ich dabei. Wir steigen ab. Und Hammelfleisch. Wieder was erledigt gleich. Entschuldigung. Flieg um. Flieg um. Flieg. Es ist umgeflogen. So. Jetzt, Pelz kommt auf jeden Fall raus. Brauchen wir früher oder später nämlich bestimmt. Jetzt gucke ich mal kurz, droppt es auch normales Fleisch? Nee, nur rohes Hammelfleisch. Also müssen wir noch ein paar andere Tiere erlegen gleich. Level verfügbar, yay! Oh, da könnten wir mal kurz reingucken. Würde ich sagen, wir machen eins auf Gesundheit. Ich will kurz nämlich schauen, was bringt denn uns das? Die Zahl kurz einigermaßen merken und weiter reinklopfen. Wir töten, glaube ich, noch eins, oder? Leder ist auf jeden Fall da, das haben wir noch gebraucht. Pelz können wir gebrauchen, falls wir uns eine andere Rüstung basteln wollen. Ich guck mal kurz rein, ob uns das reicht. Also Hammelfleisch, ich würde sagen, wir nehmen noch ein kleines Schaf können wir noch. Wir holen uns noch ein kleines Schaf. Ich muss mal kurz gucken, was ich da hinten gerade für ein Tier sehe. Zeig dich, bist du ein Pferd? Es ist ein Pferd. Boah, ein 135er weibliches Pferd, Leute. Müssen wir uns merken. Ich glaube nämlich, weibliches Pferd fehlt uns noch. So, wie sieht es bei euch aus? 100er. 50er. 60er. Und das da hinten beim Bronto. Oh, da ist noch ein 20er. Das holen wir uns. Das 20er beim Bronto schnappen wir uns. So, dann haben wir das vorbereitet. Auf dem Rückweg nehmen wir ein paar Karotten mit. Aber wir brauchen noch normales Fleisch, ne? Ich weiß nämlich nicht, wann wir dazukommen, mit den Allosauriern die Fleischrunde zu machen. Ah doch, das müsste reichen. Das geht nicht mehr lang, Leute. So, den holen wir uns jetzt hier, den Kollege. Servusle! Grüß dich! Geh in Richtung Pferd. Wo gehst du hin? Nicht zum Bronto, nicht zum Bronto. Das war mir klar. Hallo.
möchte nicht gerade hier zwischen die Fußstapfen da geraten, verstehst du? Warten wir mal eben. Dann sind auch noch genug Schafe hier oben, falls ich sie doch früher zähmen will. Oh, jetzt steht er genau drauf. Danke. Komm, hol das Zeug runter, bevor es sich rumdreht. Nur nicht auf den Bronto hauen, sonst bist du nämlich Matsch. So, meine Lieben. Noch 5 Minuten haben wir Zeit. Ich würde sagen, wir holen noch Karotten. Brauchen wir ja auch von den Ankylosaurier. Zum Zähmen. Sehr schön. Also Leder haben wir auf jeden Fall erledigt. Haken dran. Wir haben Hammelfleisch für alle Fälle. Ist auch dann der Haken dran. Lass uns mal kurz noch der hintere reiten. Ich sehe gerade was, wo ich auch noch nicht so oft war. Schön, die verschiedenen Farben der Schafe. Gefällt mir. Gefällt mir. Lass mich mal kurz hier in die Schlucht reinlinsen. Lass uns mal in die Schlucht reinlinsen. Linsen, Linsen. Oh, ist das eine schöne Stelle hier unten. Oh, der kleine See, Leute. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich bin mal gespannt, was unser kleines, unser Prototyp an Kompi heute zu als Petit will. Ne? Das will bestimmt kuscheln. Wenn es kuscheln will, würde mich es arg freuen. Komm, wir gucken mal kurz hier rein, ob es da irgendwas Spezielles gibt. Schöner kleiner See, oder? Gefällt mir. Ich hoffe, das täuscht jetzt hier nicht. Ich komme hier gerade in neue Gefilde, weißt du? Pass auf, hier können Allosaurier-Ruben spawnen. Ich will ja auch so ein bisschen die Augen aufhalten. Wir brauchen ja noch einen männlichen Allosaurier, verstehst du? Das sind ja nur Mädels bis jetzt. Diplo, Pferde. Hier ist alles soweit ruhig. Eine wunderschöne große Weide ist es hier, ne? Bis jetzt sogar eine sehr ungefährliche Weide. Da vorne in diesem Kranz von den Steinen ist doch bestimmt irgendwas, was wir mitnehmen können. Und ich halte natürlich die... Ne, die liegen einfach nur so ein bisschen so zusammen. Da oben ist auch ein kleiner Wald. Flugsaurier gerade, ist kein Problem. Die überleben wir locker. Ich gucke halt jetzt hier. Eigentlich habe ich so gerade ein bisschen Bock, außer Titanosaurier zu finden. Ah, da vorne ist die Kristallschlucht schon. Alles klar, ich verstehe. Ich verstehe die Misere, Alterle. Ein bisschen näher kannst du ran. Einmal hier oben runtergelinst, muss drin sein. Auf dem Rückweg Karotten. Viel Zeit haben wir nicht mehr. Ich glaube, hier war die Stelle, oder Chris? Hast du hier den Titano gesehen? Bei mir ist kein Titano. Ist aber auch nicht so schlimm. Wir werden früher oder später auch einen entdecken, bestimmt. Die Kristallschlucht. Die Schlucht der Wyvern, wenn ich es jetzt richtig kapiert habe. Da werden wir wahrscheinlich auch so vorgehen, Leute, dass wir uns tatsächlich, wenn ich mal so weit bin, dass wir so einen Wyvern auch töten können, dann schnappen wir uns so ein Ei und werden den irgendwann wahrscheinlich vor dem Quetzal machen. Wenn der einfacher ist, ne? Der Quetzal muss ja ein Mordseck sein, so einen zu kriegen. Ich gucke hier nur so ein bisschen rum, was wir noch so finden. Wahrscheinlich werden wir uns Pferdefleisch holen, Leute. Lass mal kurz gucken. Vielleicht kann ich ja geschwind ein Pferd betäuben, ein kleines. Gehen wir nochmal da hoch. Wir brauchen ein bisschen normales Fleisch einfach noch. Wir müssen aber Richtung Höhle zurück, meine Lieben. Das kleine Baby wartet nämlich gleich und will Aufmerksamkeit. Der ist zu hoch. Ja, komm, reite durch den Druidenheim. Wunderschön. Da waren wir mal ein bisschen draußen. Die Woche werden wir noch viel rauskommen. Vorbereitet haben wir jetzt schon mal einiges. Ich denke mal, morgen wird so eine halbe Vorbereitungsrunde noch passieren, bevor wir tatsächlich mit dem Allosaurier-Rudel losgehen. Wird wahrscheinlich so im Übergang sein zu einer Folge. Weißt du, dass wir so eine halbe Folge hinreiten, eine Folge da uns rumkämpfen. Dann nehmen wir den Duedi mit. Den Sattel muss ich noch bauen. Einfach für alle Fälle. Was war das? Ah, der Schatten vom Flieger da oben. Was bist denn du da hinten für ein Pferd? Lass mal gucken. Ein 15er, Leute. Den würde ich uns kurz zähmen, hätte ich jetzt fast gesagt. Den machen wir kurz platt. Schauen wir mal eben, wenn ich den jetzt hier so... Den kann ich doch auch betäuben, oder? Mit meinen Fußschlägen hier. Okay, wir müssen nur schneller sein als er normal. Scheiße. Toll. Fast hätte es auch noch geschafft, darüber zu hüpfen. Schaffen wir es, darüber zu hüpfen? Ich glaube nicht, oder? Das will ich jetzt wissen, ob mein Pferd es schafft. Leute, ich hopfe jetzt darüber über die Schlucht. Ich will es wissen, ob es das schafft. Wenn nicht, liegen wir halt auch gleich unten. Überleben müssten wir es aber. Das schaffen wir, das schaffen wir, das sehe ich. Ich habe da voll das Augenmaß. Yay! Wow, aber knappe Geschichte, oder? Knappe Geschichte, Leute. Wenn ich wahrscheinlich eine Millisekunde später abgehüpft wäre, hätten wir es geschafft. Komm back, Ziege. Ich muss ja rausfinden, was ich mit den Tieren machen kann und was nicht, weißt du? So kriegt man auch ein bisschen Action rein. Oh Gott, jetzt schaffen wir es gleich nicht mehr. Ich muss zurück zur Höhle. Ich habe den Kombi-Timer vergessen. Schaffst du es hier hoch, bitte? Nee. Gut, dann gehen wir da unten entlang. Pass auf, abmounten. Oh, das war zu früh. Also, ich habe es nachgelesen übrigens. Wenn man kurz vorm Boden abmountet, kriegt man keinen Schaden. Ich habe aber auch gelesen, wenn man kurz
vorm Boden auch wieder aufmountet, dann setzt sich praktisch die Höhe zurück. Hier ist er allerhand los in der Schlucht. Das heißt, wenn du von 100 Meter runterfliegst und bei 10 Metern kurz absitzt und wieder aufsitzt, dann kriegt man keinen Schaden, ne? So, wir müssen zurück jetzt. Gibt's nichts mehr anderes. Die Folge wäre jetzt theoretisch am Ende. Wir haben jetzt nicht mehr viel Zeit. Das Kleine brüllt schon innerlich nach Zuneigung. War das eine blöde Aktion, das mit dem Pferd? Ich habe echt gedacht, dass uns das reicht von der Höhe her. Aber wir haben es ja gut hingebracht. Wir leben noch alle, ist alles gut. Muss ab und zu so Aktionen machen, dass ich ein bisschen Gameplay in die Finger kriege. Weißt du, ins Gefühl, ich mache viel zu wenig. Ich mache viel zu wenig. Okay, da unten ist sehr schön. Das sieht gefährlich aus. Darf es auch sein, die können mich alle uns. Wir müssten jetzt theoretisch... In der nächsten Folge können wir mit dem Allosaurier-Rudel los, Leute. Wir gucken gleich nochmal nach dem Level. Jetzt gehen wir erstmal Baby schauen. Servusle. Karotten müssen wir noch holen. Ein paar Mejo-Bären müssen wir holen. Dann Fasern und Leder. Leder haben wir gemacht. Fasern fehlen noch. Dann haben wir alles soweit schon mal unter Dach und Fach. Dann können wir bald los. So, natürlich habe ich es mir anders vorgestellt, aber irgendwie haben wir trotzdem heute einiges erreicht. Absteigen, Pferd, du bleibst hier. Ich gucke nach dem Baby. Schauen Sie nach dem Baby. Hallo. Ha, 55 Sekunden. Haben wir super abgemessen, Leute. Können wir ein bisschen einräumen. Lim, lim, di, lim, di, lim. Hier würde ich sagen, hauen wir mal. Ah ja, guck mal, jetzt haben wir jede Menge Fell durch die Schafe bekommen. Können wir uns die Fellrüstung bauen, oder? Gerade für die Highlands, wenn wir hier unterwegs sind, hin und her dackeln, nur in dem Biom sind, ziehen wir die Fellrüstung an. Lass uns die mal noch bauen, die Tage. Moment, Ramatten muss auf... Und Kühlschrank müssen wir auch noch bauen. Oh, Leco Mio. Was brauchen wir denn für den Kühlschrank? Was brauchen wir denn für den Kühlschrank? Da haben wir bestimmt nicht alle, Mats. Elektronik brauchen wir auf jeden Fall 10 Stück. Die können wir mal gucken, ob wir zufällig Elektronik herstellen können. 10 Stück. So, hier, guck mal, umgeswitcht, hier umgeswitcht. Nochmal hier drauf. Ja, können wir. Bauen wir schon mal die 10 Elektronik parallel. Jetzt gehen wir aber zum Baby zurück und bleiben am Timer dran. Machen wir den Kühlschrank noch, oder? Das ist, glaube ich, sinnvoll. 5 Sekunden. Im Moment. Eben, mach die Axt weg, du erschlägst es noch. Oh, Leute, wir brauchen es nur einmal kümmern. Ja. Komm, ich möchte mit dir spazieren gehen. Oh, wie süß. Komm. Komm, wir gehen spazieren, Alterle. Komm. Komm. Ja, komm mit. Leute, Hammer, oder? Es läuft mit uns spazieren. Es hat einen Spaziergang gefordert. Guck mal, hier hinten habe ich eine Rampe hingebaut. Auch für kleine Kombis, die nicht so schnell sind. Ach Gott, ist das putzig. Wie goldig kann man denn ein Spiel machen? War es das jetzt mit spazieren gehen oder noch weiter? Es möchte noch weiterlaufen. Ein schönes ist das, gell? Sehr schön. Ja, dann komm mit. Komm mit, Baby. Komm, prägen, 100%. Leute, dann können wir jetzt machen, wie wir wollen. Wir können jetzt machen, was wir wollen. Es braucht nämlich keine Zuneigung mehr mit diesen Einstellungen. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich nur gucken, dass es Futter hat. Irgendwann demnächst wird es auch übergehen, dass es aus dem Trog frisst. Das heißt, wir sind hier jetzt safe. Die Hälfte haben wir rum, es wird nicht nochmal eine Zuneigung gebrauchen. Dann komm schon mal hoch in dein neues Zuhause. Ah, doch, 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 du warst doch gar nicht unten. Ich habe schon gedacht, ich ersäuf's gerade. Ah, da kommt's und es ist viel schneller geworden. Guck mal. Lumlilum, da komme ich an. Yeah, euer Prototyp. Willkommen im Club, Baby. So, alle anhalten. So, heranwachsender Kombi, ne? Es geht nicht mehr, es hat schon das Futterdruckzeichen, Leute. Oder? Ja, es hat ja schon den Futterdruck. Alles klar, dann können wir jetzt entweder Floßfahrt machen oder wir gehen Allosaurier-mäßig los. Jetzt sind wir natürlich für heute schon durch. Schade drum. Ich würde sagen, wir machen erst die Allosaurier. Ich habe noch ein bisschen was auf der Liste zum Vorbereiten. Eine halbe Folge noch etwa. Benahmt haben wir sie. Dann satteln wir die nächste Woche. Ich würde sagen morgen. Was brauche ich denn noch? Lass mich überlegen, lass mich überlegen. Nee, 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 nee. Richtig. Wir machen morgen einen kleinen Ausflug. Holen Karotten, holen Kartoffeln ran. Das mal auf jeden Fall. Besorgen. Ein ganz kleines bisschen noch Materialien, die wir brauchen für die Vorbereitungsgeschichte. Bauen die Schränke oben auf, dann sind wir 67, ne? Lass gucken. Ja, das schaffen wir, Leute. Hauen wir hier noch die Dartpfeile durch, dann haben wir 67. Dann gehen wir los mit den Allosauriern morgen zum Ende der Folge. Dann machen wir am Mittwoch komplett eine Alu-Runde hinten. Nehmen den... Oh, siehst du, muss ich auch noch kurz gucken, Leute. Steh mal auf, Alterle. Ist gut. Du hast das Baby nicht mehr am Bobbes. De... O... Edi, ne? Dödikus, auch den Sattel brauchen wir. Wird gebaut in der Werkbank. Schauen wir mal, ob wir den kurz basteln können. Dödikus, du bekommst deinen Sattel, bevor du bei uns bist. Dödikurus. Dödi, ich nenne ihn jetzt einfach Dödi ab heute. Stein, Leder und Fasern sollten wir eigentlich haben. Wahrscheinlich pulst das jetzt wieder aus der Kiste raus. Aber nicht so schlimm. Also, dann haben wir den Sattel. Wir gucken gleich mal, ob wir da einen Skillpunkt kriegen. Schön. Ob sich das lohnt.
Ich muss ausmachen, ne? Leute, morgen geht's hier weiter, vorbereiten. Dann gehen wir tatsächlich mit den Allosauriern los. Das schaffen wir, weil wir können nämlich hier die Maschinerie auch noch komplett anstupsen. Ich werde auch noch mal ein ganz kleines bisschen Holz farmen, Fasern farmen, alles vor der Türe, ne? Meine 10 Minuten Vorfarmen für die Folge. Und dann sind wir vom Level soweit. Da freue ich mich drauf. Kühlschrank haben wir gesagt. Oh, so, mal, lass uns mal kurz, machen wir halt länger. Lass uns mal kurz, Leute, lasst uns mal kurz nach dem Kühlschrank gucken. Ich höre wieder nicht auf. Ich kann manchmal nicht aufhören. Kristalle 25. Metallbarren. Polymer. 15 Polymer ist jetzt noch der Knackpunkt. Verbundsmaterialien. Polymer. 15 Stück müssen her. Ja, 13. Wieso jetzt 13 nur? Obsidian. Jetzt haben wir zu wenig Obsidian, aber da hinten war doch noch Obsidian, oder? Ich könnte gerade die nächste Folge dranhängen, aber will ich nicht. Will ich jetzt nicht. Ich hab's nämlich, muss es nämlich erst wieder überlegen, wie es war. Das ist doch Obsidian hier, oder? Hahaha. Das soll mal einer sagen, wir haben nichts vorrätig. Schade, dass der nie wieder nachspawnt. Müssen wir draußen die nächste Fuhre holen. Hier fehlt auch noch ein Sattel. Jedes Tier soll einen Sattel bekommen von den Tieren, die wir auf der gezähmten Dino-Liste haben, oder? Sonst haben wir nämlich irgendwann das Problem, dass mal ein Angriff ist und die können sich nicht verteidigen oder so. So, mein Lieber. Obsidian rein. Verbundsmaterialien. Musste jetzt noch 2 Stück herstellen. Schabübel. 2 Stück und dann haben wir den Kühlschrank. Dann haben wir den gebaut und morgen setzen wir ihn dann, würde ich sagen. Ein Kühlschrank. Yay, Leute. Kühlschrank ist in der Mache. Unsere Punkte steigen natürlich hier. Parallel würde ich die Sachen hier auch nochmal kurz anstoßen. Mache ich jetzt hauptsächlich zusammen mit euch, damit ihr euch nachher nicht wundert, wo meine Skillpunkte herkommen. Hier nochmal 100 Zement durchfabrizieren. Hier haben wir gesagt, Schießpulver nochmal 100 Stück durchfabrizieren. Und hier würde ich jetzt tatsächlich noch ein paar Narkobären besorgen gehen draußen. Kann ja mit dem Pferd schön mitmachen, wenn ich Holz hole. Narkobären haben wir nämlich keine mehr. Also Leute, dann würde ich sagen, morgen hier ein bisschen weiter aufbauen. Vielleicht setzen wir die Schränke oben, dann gehen wir mit den Allosauriern los. Und wenn das alles hinter uns liegt, das Baby dann auch tatsächlich ganz ausgewachsen ist, dann machen wir die Floßfahrt. Alles in dieser Woche, nur in umgekehrter Reihenfolge. Ja, guck mal, das wird... Es wird, es ist einfach ein süßes kleines Putzele. Perfekt. Also, meine Lieben, wir sehen uns morgen wieder zur altbekannten Uhrzeit, zur nächsten Daily Dosis. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr seid gut in die Woche reingekommen. Freue mich auf morgen.